Der Frühling. Der Frühling, sagt sie, ist deine gute Zeit und muss es aus den vielen Jahren wissen. Aber die Sonne hat sich inzwischen verändert. Auch der Fliederstrauch, auch der Kastanienbaum. Sommerlied. Wir sind die Menschen auf den Wiesen. Bald sind wir Menschen unter den Wiesen und werden Wiesen und werden Wald. Das wird ein heiterer Landaufenthalt. Ernst Jandl, was reizt dich an ihm? Wir haben miteinander gearbeitet und wir hatten auch danach Kontakt, nachdem es dieses kleine Ensemble nicht mehr gab. Es war nur Orgel, Posaune und Ernst. Und für mich war das damals so wie der Ritterschlag, weil ich war, glaube ich, 22 oder 23 Jahre alt, als Ernst Jandl mich angerufen hat. Und Jandl war in Österreich natürlich in allen Schulbüchern. Also es war die Instanz der zeitgenössischen Poesie. Und diese Sprach-, Sprech- und Lautgedichte ist eine eigene Kategorie, die er quasi eigentlich fast im Alleingang erfunden hat. Und plötzlich ruft dieser Mann an und fragt, ob ich Lust habe, bei ihm einzusteigen. Und das hat dann für mich eine riesige Tür in eine Welt geöffnet, zeitgenössischer Kunst, mit der ich bis dahin nicht in Berührung gekommen bin. Und es waren für mich ganz aufregende Zeiten, die ich gemeinsam mit Ernst Jandl und mit seiner Poesie verbracht habe. Spruch mit kurzem O. So!